Leute, wisst ihr was? Da ich gerade sowas von in der Aufnahmelaune bin, werde ich einfach mal direkt die nächste Stage angehen. Und ich kenne die nicht mehr so genau. Ich habe sie mir mal angesehen und war auch schätze ich mal zur Hälfte durch oder so. Aber die genaue Stage plus Endboss habe ich halt noch nie gemacht. Auf jeden Fall ist es das finale Level zu Neo Arcadia und damit auch zu dem Spiel logischerweise, denn Neo Arcadia ist irgendwie immer das Ende. Zumindest bis jetzt, muss ich sagen. Wie sind Teil 3 und 4, jetzt weiß ich nämlich so hundertprozentig. Auf jeden Fall, das erste, was wir tun sollen, ist hier hochzuklettern. Und, nee, ich denke mal, in der Weißform ist schon ganz in Ordnung. Störst mich gerade. Danke für den Subtag übrigens. Also für die Füllung davon meine ich. Na, betrifft du wohl. Dann gehen wir hier hoch. Und es gibt ja einige Fledermäuse und auch die kriechenden Dinger werden uns das mal hier nicht in Ruhe lassen. Ah, da haben mich die Fledermäuse schon mal gekriegt. Wenn man sich schnell einstellt und darauf hochklettern, treffen die einen auch nicht. Aber was soll's. Hier müssen wir da geschickt drüber uns rüberfallen lassen, wie in den alten Mega Man Teilen manchmal der Fall war. Mega Man 4 ist da ein recht guter Anhaltepunkt, muss ich nebenbei sagen. Zumindest wurde eine Stage auf diesem Punkt aufgebaut. Und damit wären wir im ersten Rematch-Raum mit 3 Rematches insgesamt. Und wir gehen erstmal hier unten rechts rein. Oh, und da habe ich voll den falschen Chip ausgewählt, sehe ich da gerade. Auf jeden Fall Phoenix Magnian oder so hieß er ja. Und was haben die Neues zu sagen? Mit der Kombination von Meister El Pizza und dem dunklen Elfen ist die neue Welt bereit anzufangen oder so. Passt schon irgendwie. Hier brauchen wir einen Elektroschip. Das habe ich jetzt irgendwie unschön gemacht. Eigentlich ein schlechtes Timing. Hey, ich habe ihn sogar mal getroffen. Das tue ich sonst nicht, wenn ich ihn... Ich sollte auch mal den Titas loslassen, ich Idiot. Ja, der Angriff ist natürlich nicht schön, da er damit die Zeit schön rauszögert, aber es geht trotzdem recht fix. Ja, ja, und so weiter und so fort. Man fragt sich doch gerade, warum genau stellen sich gerade die Leute, die eigentlich Ex helfen wollen, gerade gegen uns? Das fragt sich doch gerade. Sicher, wir brechen gerade bei Neo Arcadia ein, aber wir brechen doch nur hier ein, damit wir einen anderen Einbrecher aufhalten können, sozusagen. Hm, Meister El Pizza, dunkle Elf, die neue Welt ist bereit. Scheinbar wurden die alle irgendwie manipuliert, so hirnwischemäßig. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, ist dieser Boss relativ simpel, weil man den Chip nutzen kann. Das war beim ersten Mal, wo ich hier war nicht der Fall. Denn so kann man ihn stunnen und wenn er einmal seinen Nahkampfangriff auflädt, kommt er dann nicht mehr an einen ran. Und damit löst sich die Sache innerhalb von ca. 15 Sekunden. Schneller als mit jeder Saber-Kombi, wie ich finde. Und wir haben den fertig. Sind unsere Tanks voll. Jo, von daher bringen uns diese ganzen Dinger dann, die da rumliegen, gerade nichts. Und der letzte, der noch fehlt, könnte ja nur noch er hier sein. Oder er sagte, der letzte in diesem Raum. Mit Meister Pilz und dem dunklen Elf ist die neue Welt bereit zu beginnen. Scheinbar, die reden auch alle dasselbe. Und ich stehe natürlich äußerst unschön gerade. Oh, ich stelle mich hier an, als hätte ich diesen Boss nie bekämpft. Und da ich unbedingt einen Tod vermeiden möchte, bleibt mir nichts als ein Subding zu nutzen, oder? Ich brauche vor allem gerade so lange, aber naja. Hätte er schlimmer kommen können, was soll's. das heißt, wir heilen uns wieder voll. Und damit kommen wir auch aus diesem Raum heraus. Und die Stage geht erstmal normal weiter. Mehr oder weniger normal. Oh, ich sollte aufpassen. Auf jeden Fall haben wir das Ding und hier gibt es mehr von den Schusstypen. Ein großes Spike-Loch, in das fast reingefallen wäre. Mehr von den Dingern. Ah, der Tank war noch nicht voll. Der ist aber auch immer noch nicht voll. Aber ich wurde gerade draußen mehr draus genascht, als ich wollte im Kampf. Und wieder ein großer Sprung und eigentlich dachte ich, der hätte mich getroffen. Aber naja. Denken ist ja auch nicht immer so das Beste in einem Actionspiel wie diesem hier. Oh Mann, wie peinlich. Du bist auch noch am Weg, dann gehen wir hier hoch. Und die nächste Tür, und jetzt folgt wieder ein Raum, den wir ja vom Aufbau her schon kennen. Das sieht genau aus wie der letzte, muss ich sagen. Und damit kommen wir auch in den zweiten Boss-Rematch-Raum.
Wo fangen wir denn an? Fangen wir doch mal bei diesem Ding hier an. Und in diesem Raum kommen auch die etwas seltsameren Bosse zum Vorschein. Die größte Sache ist, eine neue Welt zu erwecken. Meister Pizzo auf ewig. Forever, wie man es nimmt. So, fragt sich... Ja, der Vorschub ist nicht ganz in Ordnung. Sehr schön, das kannst du ruhig öfter machen und ich kann ruhig ein bisschen... Oh Mann. Es klappt im Testlauf alles ideal und hier klappt wirklich gar nichts. So, das passt doch. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht tun. Wie man sich vorstellen könnte. Das könnte echt besser laufen. Wirklich besser. Grrr. Kommst du bitte rund? Nein, 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 nein. Nein. Einfach bitte mal sterben? Danke. Das ist ja nicht mehr wahr. So, jedenfalls. Wir heilen erstmal den Großen, dann das Kleine noch ein bisschen. Und dann gehen wir in diesen Raum und hier erwartet uns was ganz Besonderes. Zwei Bosse. Den linken kennen wir noch aus Mega Man Zero 1, also zumindest kenne ich den noch aus Mega Man Zero 1, ich weiß ja nicht, welche gerade alles zusieht. Und den rechten hatten wir auf dem Luftschiff bekämpft und das Größte ist bereit auf zu erwachen. Ein weiteres Kapitel unserer glorreichen Geschichte beginnt, Meister El Pizzo auf ewig. Legen wir los, kleiner Bruder. Und in diesem Kampf werde ich wohl eine andere Waffe nutzen. Das Schild und ich werde auch mal die Defense-Form nutzen, denn ich kann euch versprechen, dass ich das hier nicht ohne Treffer durchkriege. Es ist auch der vermutlich schwerste Bosskampf hier. Da hätten wir schon mal den ersten. Hier weiß ich, hier habe ich übrigens gelernt, wie man diese ausweichen kann. Einfach immer schnell Dash jumpen. Jetzt werden sie auf uns zu dashen und müssen rausfinden, wer von beiden hochdashen wird und welcher tief. Und hier sollte man besser nicht aufladen. Wir müssen einfach nur rechtzeitig springen und das Ding schlagen, damit wir da eine Lücke schaffen und ich versemmel das gerade. Hm, seltsam. Ich könnte mich erinnern, dass es schon mal als einigermaßen geklappt hat, aber dafür nehme ich ja Defense-Form. Da nehmen wir, glaube ich, nur noch halben Schaden oder so. Und wie ich ja schon mal erwähnte, bei Charge Attacks haben das ja keine... einen Nachteil vom Angriff, von Angriffsstärke zu bringen. Nein, 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 unschön. Jetzt machen wir nämlich Peng und ich habe 2 oder 3 Punkte verloren. So, und der Kampf endet, indem die beiden zusammenknallen. Und Bruder, das kann nicht sein, wir wurden manipuliert. Und was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass El Pizzo scheinbar irgendwas gemacht hat, wodurch plötzlich alle gegen uns kämpfen. Aber man braucht ja auch irgendeine Erklärung, die dafür sorgt, dass es eine Boss-Image gibt. Es wäre ja irgendwie kein Mega-Beispiel, wenn es das nicht gäbe. Und da oben habe ich sogar schon richtige Waffen vorausgerüstet. Sehe ich gerade mal. Also die richtigen Elemente meine ich. Aber die falsche Form, wie ich gerade bemerke. Auch er sagt Meister El Pizzo für immer. Oder auf ewig. Und ich werde für diesen Kampf... die Wise-Form. Das fängt ja schon mal klasse an. Ich muss eigentlich von meinen 1000 Kämpfen davon gelernt haben, wie das funktioniert, oder? 2-mal slashen. Dann eigentlich hier einfrieren. Hier drüber springen. Dann einmal schießen. Einmal einfrieren. Nochmal einfrieren. Na, nicht ganz rechtzeitig, aber da kannst du eh nicht mehr fliehen. Was? Das kann nicht sein. Hey, was tue ich denn? Ja, sie wurden tatsächlich manipuliert, wie es aussieht. Und. Damit hätten wir auch die ganzen Bosse fertig. Und wir beenden diesen Teil der Stage und ab jetzt wird es langsam hässlich. Und ich meine richtig hässlich. Da oben ist irgendwo eine Spinne, die nach links abgehauen ist. Sehr schön. Die kann nämlich einem auch gefangen nehmen, wenn man gerade vollkommen anders steht. Und es wird hier gefährlich. Man sieht auch die Spikes da unten.
aber es hat noch gerade so funktioniert. Hier gibt es auch wieder welche. Eigentlich sollten wir versuchen, dann möglichst unbeschadet hier nach links zu kommen. Damit wir möglichst riskant Dash stampen können. Damit wir hier runterklettern können und uns fragen. Hey, es hat funktioniert. Ja, man sieht schon Spikes. Oh nein, das wollte ich gar nicht machen. Spikes überall. Macht die Sache nicht gerade einfacher. Und die Spinnen, wenn die einmal einen über den Spikes erwischen, hat man ein Problem. Wieso kann ich da jetzt eigentlich so komisch durchkommen durch die Wand? Na, jedenfalls werde ich jetzt mal reingehen. Das klingt nach Boss. Bin ich einfach schon da? Wieder geht's nach oben. Und hey, das sieht seltsam aus.